Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und mit herzlich willkommen zu einer neuen Reaction auf Akaya. Ja, Akaya hat einen neuen Track rausgebracht, Schmerzen. Und kurz zur Verständnis: Ich weiß, dass Angel Payne zusammen mit Autumn und Yuji einen Track rausgebracht hat. Werde ich allerdings keine Reaction zu machen, denn es ist der zweite Single-Auskopplung seiner EP. Somit werde ich auf den Song nicht reacten, da ich mir den dann in der EP-Reaction geben will. Und ja. Aber darum geht's gar nicht. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Ich bin sehr gespannt, da ich den Song tatsächlich nicht kenne. Aber einer der Tracks, die ich vorher nicht gehört habe. Aber ich würde sagen, ich bin böse. Stark, die Desktop-Audio gönnt man wieder gar nicht. Man sollte auch natürlich die richtigen Kopfhörer einstellen. Egal, so, jetzt gib ihn. Wie lange soll ich noch so leben? Jeden Tag am Beten, doch die Seelen sind vergeben. Habe keine Kraft, meine Gefühle wie ein Wrack. Vielleicht finde ich den Segen, vielleicht sterbe ich heute Nacht. Der Himmel ist so grau, die Depressionen rauben Kraft. Stehe in der Menge, sag, wann werde ich endlich wach? Die Sterne werden blass, ja, seit du weg bist, wird sich Tag. Brauche deine Liebe, brauch dein Lächeln, deinen Namen. Die Stimmen sind zu laut, sag, wie lang halte ich das aus? Ich habe so Angst, ich hab das Krummeln in meinem Bauch. Lange schon wie tot, die Tage gleich, die Augen rot. Deine Stimme fehlt mir, ich brauch dich, ich bin in Not. Wieso hört mich keiner schreien? Ich bin es so satt, ja, ich bin es doch so leid. Sag mir nicht, dass du mich liebst, wenn du bei anderen Männern noch weinst. Vielleicht bin ich psychisch krank, vielleicht sollte es so sein. Du bist froh, dass du mich los bist, ich bin froh, ist es vorbei. Depressives Denken, ja, ohne dich geht es wie Scheiße. Verstecke meine Tränen unterm Regen auf der Scheibe. Wenn ich einmal schlafe, ja, dann denk ich nur an dich. Du fragst mich, wie es mir geht und ich sag es dir wieder nicht. Du fragst bei jedem, wie es mir geht, doch sie sagen es dir nicht, denn die Wahrheit, ja, sie tut dir weh. Sag, wie gern würde ich dich halten, bin so einsam ohne dich. Sag, wie gern würde ich dir sagen, weißt du was, ich liebe dich. Fühlt sich an, als würde ich sterben, hab das Messer in der Brust. Ja, ich brauche deinen Segen, deine Art ist wie mein Schutz. Alles. Deep, sehr deep auf jeden Fall. Ich weiß, wie nennt man diese Art von Beat? Also wie nennt man die? Weil es klingt irgendwie geil, aber irgendwie bin ich auch sehr verwirrt. Ich weiß nicht, woher die Verwirrung kommt. Ich weiß ja ehrlich gesagt gar nicht wirklich, was ich sagen soll, weil irgendwie kann ich gefühlt nichts dazu sagen gerade. Außer, dass es halt sehr deep ist und man auch so einen kleinen Einblick bekommt, ja, durch den Track oder auch zum Beispiel durch den Track Mein Herz, da hab ich auch gemerkt, so, okay, Background-mäßig bei ihm ist gerade so ein bisschen, ne? Aber Bruder, du bist nicht alleine. Du bist nicht alleine. Küss doch dein Herz. Ja, bei solchen Tracks ist halt für mich immer schwierig, wirklich zu oder wirklich was dazu sagen zu können. Klar, ich höre mir solche Tracks halt an, aber meistens nur, ja, entweder weil sie in der Playlist sind oder weil ich einfach die Tracks feier persönlich. Ja, deswegen, ich finde es halt bei solchen Tracks immer schwer zu sagen, was ich davon halten soll, hier und da. Das ist halt für mich immer bei solchen Tracks ein bisschen schwierig. Aber es ist trotzdem schöner Track, Text auch sehr deep. Ja, wenn man ein bisschen darauf achtet, dann merkt man, warum ich das sag. Ja. Ist halt, ne? Ist halt, ne? Ja. Deepes Ding, wie
eigentlich die letzten drei auch. Weiß gar nicht, was waren denn jetzt die letzten drei? Sag jetzt mal Angst, mein Herz und Suizid, ne? Ah ne, erinnerst du dich? Den meine ich, genau. Die drei hier, meine ich. Die drei. Das waren so die Tracks, wo ich so gemerkt habe, okay, da ist ein bisschen was los bei ihm im Background. Hier mein Herz, erinnerst du dich, und Suizid, da habe ich so gemerkt, okay, da ist ein bisschen was, da geht ein bisschen was ab bei ihm. Ja. Ey, wie gesagt, Bruder, du bist nicht alleine, ich kenne das Gefühl. Wenn ich jetzt an dasselbe Gefühl denke, bin ich, my bad. Ja. Schauen, was er noch zu sagen hat. Woche ist der Beat und macht den Ton. Mache das seit Jahren, ja, das ist meine Vision. Fährt den Boden ein, tränke Blut von meinem Feind. Ich gehe über Leichen, nur dass du mir mal verzeihst. Ich bin fucking süchtig, deine Blicke sind zu sanft. Geht es mir mal scheiße, nehmen sie mir mal Verstand. Ich kann nicht mehr ohne dich, ich will es nur beenden. Schrei es raus, ich schlage tausend Löcher in die Wände. Grüne Augen lügen nicht. Das Meer ist so entspannt. Die Luft wird immer kühler. Es ist Winter in der Stadt. Winter in der Stadt. Ja, ich lebe. Ist das eine kleine Referenz an die EP? An die EP? Weil da gibt's ja einen Track, der heißt ja Winter in der Stadt. Müsste, glaube ich, Track 3 gewesen sein, ne? Weil ich bin einfach der Beste, Digga. Ich kenne die EP auswendig. Hör ich mir immer noch an, ne? Also, wenn die irgendwann 3000 Streams hat, weiß von wem mindestens 2500 kommen. Ja, aber schön. So eine, also, wenn das an die EP gelehnt sein sollte, dann ist es auf jeden Fall von mir stark, dass ich die erkannt habe. Aber warte mal, Winter in der Stadt, hat er das nicht sogar in irgendeinem Track auch nochmal erwähnt? Der nach der EP kam? Genau. Ich hab keinen Plan. So, egal. Ja, aber sehr schöne EP-Referenz. Das ist natürlich, ja, sehr cool. Aber ich muss ehrlich gesagt zugeben, der, ich sag jetzt mal, der Style von dem Lied gefällt mir. Obwohl ich sowas nie wirklich gehört habe, weil das ist ja nicht so wirklich gerappt, gesungen, was auch immer, sondern es ist ja eher so ein bisschen erzählt, ne? Es kommt mir eher so ein bisschen erzählt rüber, weil es ist halt doch wieder so erzählt oder in so einer, ich sag jetzt mal Flow erzählt, dass es schon wieder an sich ein Rap-Ding sein könnte, ne? Aber das ist ja das. Das ist irgendwie geil. Also muss ich ehrlich sagen, das ist schon nicht kacke. Ich muss auch sagen, ne, die Cover von ihm, ne, die wären auch immer geiler. Das Cover fühle ich irgendwie auch schon wieder mies. Weil das passt für mich persönlich an diese Zeile von an die Line mit dem Blut von den Feinden trinken. Passt für mich irgendwie gut zu dieser Zeile noch dazu. I don't know. Nicht mehr lang. Lebe nicht mehr lang. Ja, ich lebe. Du, oder du bleibst am Leben, Morok. Ich ahne dich. Bin nicht mehr lang. Lebe nicht mehr lang. Bin verflucht. Verflucht. Ich höre die Stimmen in der Nacht. Zweite Anspielung, wenn es eine sein sollte. Ja, sehr schön. Nein, American Express, ich will keine Werbung von dir. Ja, sehr geil. Ey, ich find's cool, dass er so Songs macht, die so ein bisschen Eindrücke oder Blicke in den Background bei ihm geben. Das finde ich auch, ja. Erstens ist das eine Überwindung, sowas überhaupt zu machen, um halt in einem Lied, was
jeder auf der Welt hören kann. So ein bisschen zu sagen, zeigen, durch die Texte, durch die Sachen, die man im Song sagt, durch den Beat so ein bisschen auch. Weil ich glaube, der Beat, der spielt da auch so eine wichtige Rolle mit dazu. Ja, einfach zu zeigen, was bei einem so im Hintergrund abgeht. Und das ist, glaube ich, einfach das, wofür... Ja, oder das ist halt einfach das, was was man jetzt so, ich sag jetzt mal, die letzten 3-4 Songs bei ihm gemerkt hat. Ich glaube, mindestens nach dem letzten, vor dem hier, nach Suizid hat man das auf jeden Fall gemerkt. Oder mit dem Track hat man es eigentlich schon gemerkt. Was da so ein bisschen bei ihm im Background ist. Ganz ehrlich. Klar, es ist wahrscheinlich nur so eine Metapher, die Zeile mit ich lebe nicht mehr lang, hoffentlich. Du musst noch ein paar Jahre durchziehen. Weil das Ding ist, ich will, das ist ein Ziel, was ich noch habe, ich will mich mindestens mit allen von denen einmal treffen. Mindestens einmal. Gerne mehrmals. Wenn Zeit. Und Geld. Ja, aber das ist halt so ein kleiner, ja, so, ich würde schon sagen, so ein Meilenstein eigentlich, den ich noch habe, den ich noch erreichen will. Ja, aber sonst, ne? War das gut. Wie gesagt, ist in der Playlist drin, in allen Playlists, ne? Bis auf in der neuen Playlist, da ist der nicht drin. Ja. Leute, ich würde sagen, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Like und Abo da, schaut die Videobeschreibung, alles verlinkt, da ist der Song verlinkt. Weiter unten findet ihr auch die Legacy-Playlist. Hier. Legacy-Playlist. Ja, die heißt jetzt Legacy-Playlist, die ist nicht mehr Fan-Playlist, die habe ich umbenannt. Und ja, ich würde sagen, war's das. Würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis denn, jetzt kommt die Ankündigung. Tschüssi. It's hard.